Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Wandester mit Shisha Olli und mir, Victor Wiese, wieder am Start für euch. Ein neues Video steht an und wir schauen uns heute den Alfacher Special Edition an in der Geschmacksrichtung Sweet Pomegranate, also süßer Granatapfel. Ist jetzt so eher was Exotischeres. Wir haben uns gedacht, diese Standardsorten kennen wir alle eigentlich schon zu Genüge. Deswegen habe ich mir einfach mal einen bisschen exotischeren rausgesucht. Deswegen jetzt Pomegranate. Special Edition gibt es noch nicht so lange auf dem deutschen Markt. Das ist ja von Alfacher nochmal eine neue Linie, neue Line rausgebracht. Und wir schauen uns den jetzt mal genauer an. Er kommt erstmal in so einer Metalldose. Dann wird er nochmal in so einer Plastikbox nochmal ausgeliefert und dann noch der Deckel drauf, genau. Geruchlich. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall süßlich. Granatapfel kann man auf jeden Fall rausriechen, ja. Riecht auf jeden Fall sehr interessant, lecker, sehr ansprechend. Das Ganze gibt es nur in der 200 Gramm Variante, also die Special Edition. Was süß riecht er bloß. Ja. Wahnsinn. Schnitt ist mittel. Größtenteils wirklich guter Schnitt, aber auf dem Bild, das man eingeblendet jetzt noch sieht, haben wir auch mal eine größere Tischdecke zu sehen, aber das war wirklich ein ziemlicher Einzelfall. Die anderen Tabakblätter waren eigentlich relativ klein geschnitten, aber im größten Teil ist es eigentlich so ein mittlerer Schnitt. Er ist rot gefärbt, braucht man eigentlich nicht, aber ist bei Alfacher fast schon normal. Und rauchfertig ist er auch, man muss nichts mehr hinzugeben, kann ihn direkt gleich in den Kopf geben. Und er ist auch nicht überschüssig feucht, also man hat wirklich eine gute Mischung erreicht, also dadurch kein Punchen, kein Strecken und nichts vorhanden. Perfekt. Ja, wie man hier vielleicht auch sieht, auch so in der Kameraeinstellung vielleicht, dass da auch schön voll ist, also die Dose, also sie ist nicht bloß halb voll. Gut gefüllt. Sondern wirklich bis oben hin gefüllt. Ja. Geschmacklich ist das Ganze sehr interessant. Wir rauchen eigentlich so gut wie nie Granatapfel. Und der ist sehr süß, wie es der Geruch schon, wie man es im Geruch schon wahrgenommen hat. Und ist sehr ansprechend, muss ich sagen. Also Granatapfel ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal, gibt es ja auch so säuerliche Variante. Und deswegen habe ich eigentlich mal eher zu der süßeren Variante gegriffen, weil ich finde, der schmeckt doch noch ein bisschen leckerer. Meines Erachtens nach, weil ich bin ja eher so der süßere, fruchtigere. Schade, dass wir in Deutschland wohnen, weil die Granatäpfel, was wir so hier in Deutschland kriegen, die schmecken eher wässerlich, weil die natürlich bei uns erst fertig reifen, der gewissen Größe. Ich habe aber schon in Spanien das Erlebnis haben dürfen, einen dortigen Granatapfel zu probieren. Und ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass die auch babsüß war. Und ja, ob es jetzt natürlich genau der Geschmack ist, jetzt was wir beim Rauchen haben, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, weil das ist schon 2 oder 3 Jahre her, wo ich die mal gegessen habe. Aber wirklich vom Süßen her... Wahnsinn. Genauso, also wirklich... Extrem süß, wirklich sehr, sehr intensiv auch. Aber ich finde, Granatapfel kann man auf jeden Fall identifizieren, finde ich. Also das Süße mit dem Granatapfel gepaart, perfekt. Also schmeckt sehr, sehr lecker. Ich war erst ziemlich skeptisch, weil Granatapfel ja jetzt wirklich nicht so eine gängige Sorte ist. Wo wir auch sehr selten geraucht haben, aber er überzeugt auf jeden Fall geschmacklich, muss ich sagen. Schmeckt gut. Der einzige Dämpfer ist bei dem Tabak leider der Preis. Denn wir haben bei 200 Gramm einen Preis von 24,90 Euro. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Preis. Wenn man so überlegt, die Standardsorten Alfacher kriegt man im Ausland kiloweise schon für 40 Euro oder so. Da ist natürlich 200 Gramm für 25 Euro extrem hoch angesetzt. Da muss man dann wirklich auch darauf achten, dass man wirklich eine Sorte erwischt, die einem auch schmeckt, weil sonst ist es ja schade, wenn man das Geld zum Fenster rauswirft. Das ist so auf jeden Fall ein Negativpunkt, was wir auf jeden Fall anmerken müssen bei dem Tabak. Und gibt es leider nicht in der kleineren Variante. Also da muss man sich wirklich sicher sein, dass man sich einen schnappt, der gut ist. Aber das weiß man halt vorher immer nicht. Das ist halt die Sache. Aber wir haben Glück gehabt mit dem, muss ich sagen. Schmeckt wirklich sehr lecker.
Es gibt über 20 Sorten aktuell von der Special Edition. Da gibt es alles Mögliche, da müsst ihr mal durchschauen. Von den ganzen normalen Standardsorten bis zu hin zu extrem außergewöhnlichen Sorten. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Interessantes vertreten, auf jeden Fall. Und ja, wenn die anderen auch geschmacklich so überzeugen, dann wäre es auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, sich eine Dose zu kaufen. Aber ansonsten würde ich dann eher zu den Standardsorten von Alfacher greifen, die dann deutlich günstiger zu erwerben sind. Ganz klare Sache. Was wir auch noch positiv anmerken können, ist die Geschmacksintensität. Die ist wirklich lange da. Man kann zu zweit eine gute Stunde mit rauchen und hat eigentlich durchgehend einen intensiven Geschmack. Wenn Sie jetzt wundert, wie wir das jetzt wissen können, die Kohlen sind ja noch riesig und so weiter. Wir haben natürlich vorab schon mal ein Köpflein geraucht. Genau. Deswegen müssen wir das nur so am Rande, nicht, dass jetzt jeder schreibt, woher wollt ihr das jetzt schon wissen. Rauchentwicklung geht auch klar, ist natürlich aber auch immer Kopfbausache, ganz klar. Wir haben jetzt ganz normalen Tonkopf, dreiviertel gefüllt mit einer Lage Gastroalufolie und drei Naturkohlen. Und geraucht wird in der Nagilim NPS Black Spider. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Schluss kommen, schauen wir uns noch die Pro- und Contra-Liste an. Da hätten wir bei Pro den Schnitt, der Geschmack, die Rauchentwicklung, dass er rauchfertig ist, das Mischungsverhältnis, also nicht zu feucht und nicht zu trocken, genau richtig, die Auswahl über 20 Sorten und er ist lange geschmacksintensiv. Und wie wir auch schon gesagt haben, Contra, ganz klar der Preis, kein Schnäppchen, nicht für jedermann. Da muss man sich dann wirklich auch sicher sein, dass die Sorte schmeckt. Ansonsten würde ich sagen, nein, lieber dann zum normalen Alfacher greifen. Zu kaufen gibt es das mittlerweile in sehr, sehr vielen verschiedenen Online-Shops. Einfach mal Google anschmeißen und nach der Special Edition schauen. Wir haben ihn uns auch geholt in den Shop, also shop.shishaforever.de. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Gut, dann wäre es das eigentlich für heute wieder. Zum Schluss wollen wir aber noch das Gewinnspiel auswerten. Wir haben nämlich den Hasso-Tabak Fata Morgana, das ist dieser hier, haben wir zum Review von Revolution ein Gewinnspiel gestartet, in dem ihr die Sorte gewinnen könnt. Und wir haben den Zufallsgenerator angeschmissen. Gewonnen hat Sascha Mauch. Glückwunsch an dich. Melde dich bitte in YouTube mit deinem Namen bei uns. Einfach unseren Kanal in YouTube anschreiben. Wir werden auch nochmal unter dem Video auf deinen Kommentar antworten, dass du gewonnen hast. Bitte zeitnah antworten und dann schicken wir dir die Dose zu. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dich. Ja, und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren direkt unter uns und zum letzten Video hier auf der rechten Seite. Das war's von Shisha Oli und mir B2B. Servus!